Hey, diese spannenden Redstone-Hacks solltet ihr unbedingt kennen. Ach ja, bevor es losgeht, noch eine kleine Challenge für euch. Schafft ihr es zu abonnieren, noch bevor ich mit der Rakete starte? 3, 2, 1, Abflug! Nummer 1. Wir bauen eine Lampe mit Bewegungsmelder, setzt dafür eine Steinmauer, 2 bis 3 Holzzäune und darauf anschließend wieder ein Stück Steinmauer. Platziert nun eine Redstone-Lampe drauf und einen Skulk-Sensor. Jetzt das Ganze noch mit Treppen verzieren, damit man den Skulk-Sensor nicht mehr sieht und damit es keine blöden Geräusche gibt, den Skulk-Sensor mit einem Eimer Wasser dämpfen. Noch eine Steinstufe obendrauf, 4 Eisenfalltüren unter die Treppen zum Verzieren und schon ist die Lampe fertig. Wenn ihr euch jetzt im Dunkeln der Lampe nähert, geht sie automatisch an und wenn ihr euch wieder entfernt, geht sie von alleine wieder aus. Na, habt ihr sowas schon in eurem Dorf? Nein? Dann wird es aber Zeit. Nummer 2. Oh oh, aus diesem Wald hier werden heute Nacht garantiert wieder jede Menge Zombies kommen. Zeit also, einen Flammenwerfer zu bauen. Platziert zuerst 2 Treppen so gegenüberstehend auf dem Boden. Anschließend braucht ihr einen Werfer und einen Beobachter. Wenn ihr alles richtig gemacht habt, sollte das jetzt so aussehen. Im nächsten Schritt setzen wir vor die Treppe mit dem Beobachter einen klebrigen Kolben und darauf wieder einen Beobachter. Wichtig ist, dass die Pfeile der beiden Beobachter so zueinander stehen, sonst funktioniert das Ganze nicht. Jetzt noch eine weitere Treppe setzen, einen Hebel und ein wenig Verzierung, damit das Ganze wirklich wie ein kleiner Flammenwerfer aussieht. Und zum Schluss noch den vorderen Werfer mit vielen Feuerkugeln befüllen. Na dann können die Zombies ja kommen, aber vorher werden wir das Ganze erstmal testen. Uiuiui, das geht aber ab. Oh, Entschuldigung, kleine Biene, fast hätte ich dich getroffen. Okay, es ist Nacht, die Zombies sind da, also Feuer frei. Schaut mal, wie die Zombies brennen. Nummer 3. Na, ein Flammenwerfer reicht euch noch nicht? Na, dann wird es wohl Zeit für eine simple, aber dennoch ziemlich geile TNT-Kanone. Und die geht so. Setzt einen Schleimblock, dahinter einen Redstone-Verstärker, den ihr 2-mal anklickt, einen Werfer, einen weiteren Redstone-Verstärker, den ihr nur 1-mal anklickt und einen Block Wolle. Darauf dann so einen klebrigen Kolben und einen Schleimblock. Jetzt fehlt nur noch die Intervallschaltung. Dafür setzt ihr Redstone-Verstärker so in einen Kreis und klickt sie alle 1-mal an. Verbindet sie nun noch mit Redstone und legt eine weitere Redstone-Leitung nach vorne zum Werfer. Und das war's auch schon fast. Jetzt könnt ihr den Werfer noch mit jede Menge TNT befüllen, damit ihr auch was zum Schießen habt. Und dann aktiviert ihr die Intervallschaltung, indem ihr den Hebel setzt, umschaltet und direkt wieder wegnehmt. Ziemlich geile TNT-Kanone, oder? Sie schießt ziemlich weit und ihr könnt damit ganz schön Schaden anrichten. Zum Glück stand hier nicht Bobbys Haus. Der wäre wohl ziemlich sauer gewesen, wenn ich ihn damit getroffen hätte. Nummer 4. Jetzt bauen wir ein Flugzeug, um schneller voranzukommen. Ja, ihr habt richtig gehört. Baut dafür ein auf dem Rücken liegendes L mit Schleimblöcken mindestens 1 Block weit in die Luft und setzt schon mal ein paar Flügelchen hinten dran. Platziert nun links und rechts vom vordersten Schleimblock jeweils einen weiteren Schleimblock und auf der rechten Seite einen Honigblock. Daneben müssen wir nun einen weiteren Schleimblock setzen und davor dann einen klebrigen Kolben und noch einen Schleimblock. Hierfür müsst ihr euch aber wieder eine kleine Stütze vom Boden bauen, damit das Ganze so aussehen kann. Stützen, die ihr nachher wieder wegmacht, braucht ihr auch, um die Beobachter zu setzen. Die müssen nämlich genau so positioniert sein, was gar nicht mal so einfach ist. Aber wenn ihr das habt, kann es weitergehen. Auf der gegenüberliegenden Seite des Honigblocks müsst ihr nun einen weiteren klebrigen Kolben und einen Schleimblock setzen. Auf der rechten Seite füllt ihr auch bis vorne mit Schleimblöcken auf. Jetzt noch ein wenig weiter mit Flügelchen dekorieren, vorne eine Treppe dran und fertig ist euer Flugzeug. Jetzt müsst ihr euch nur noch hinten reinsetzen, den hinteren Beobachter kurz mit einem Feuerzeug entzünden und die Reise kann starten. Ziemlich geil, oder? Das ist einfach ein richtiges Flugzeug in Minecraft. Nummer 5. Zuerst buddeln wir ein 3x3 Blöcke breites und 5 Blöcke tiefes Loch. Setzt jetzt in eine Ecke einen Obsidianblock und dann so schräg versetzt einen zweiten darüber. Und in der Mitte brauchen wir dann noch einen klebrigen Kolben. Eklig, diese Dinger. Aber ziemlich praktisch. An die Obsidianblöcke setzen wir jetzt so und so eine Redstone-Fackel und obendrauf jeweils einen Klecks Redstone. Der Kolben sollte nun unten stehen. Jetzt noch einen Schleimblock auf den klebrigen
Kolben und dann können wir das Loch wieder verschließen. Denn die Technik ist soweit erstmal fertig. Beim Verschließen lassen wir aber die Mitte frei, denn da kommt eine Falltür hin. Außerdem müssen wir einen Knopf so platzieren, dass er über dem oberen Obsidianblock ist. Um einen Rüstungsständer auf der Falltür zu platzieren, geht man in die Hocke. Ansonsten klappt nämlich immer die Falltür auf. Platziert also den Rüstungsständer, hängt zum Beispiel eure Goldrüstung an den Ständer und drückt den Knopf. Die Rüstung sollte jetzt im Boden verschwinden. Wenn ihr aber mehr als ein Rüstungsversteckgerät wollt, dann platziert jetzt einen weiteren Rüstungsständer, zum Beispiel mit eurer Dia-Rüstung. Wenn ihr nun den Knopf betätigt, wechselt der Rüstungsversteck, Wechsler, Dingsbums, eure Rüstung immer wieder durch. Und ihr könnt wählen, ob ihr heute lieber eure Goldrüstung oder eure Dia-Rüstung tragen wollt. Na, ist das nicht cool? Nummer 6. Wenn du auf geheime Räume in deinem Haus stehst, ist diese Redstone-Mechanik auf jeden Fall etwas für dich. Als erstes bauen wir uns mit Holzblöcken eine Treppe bis nach oben, bis hin zu einer geheimen Etage, von der niemand etwas weiß. Anschließend bauen wir uns daneben mit einem Block Abstand nochmal mit Holzblöcken nach oben, um dann an jeder Stelle einen klebrigen Kolben zu setzen. Jetzt brauchen wir aber noch eine Technik, mit der wir unsere geheime Treppe gleich aus- und einfahren können. Dafür könnt ihr zum Beispiel einen Rahmen mit einem Dreizack nutzen. Hinter dem Block mit dem Schild setzt ihr nun einen Redstone-Komparator, den ihr mit Redstone entlang der klebrigen Kolben verbindet. Jetzt müssen wir nur noch unsere Holzstufen vor die Kolben setzen und unsere Wand entsprechend verkleiden. Und tada! Die geheime ausfahrbare Treppe ist fertig. Bewegt man nun den Dreizack im Rahmen, öffnet sich nach und nach auf magische Weise jede Stufe einzeln und ihr habt Zutritt zu eurer geheimen Etage. Nummer 7. Oh Mann, Leute, so Berge können manchmal ganz schön hoch sein, oder? Ich glaube, es wird Zeit, dass ich euch zeige, wie man einen Redstone-Aufzug baut. Dafür müssen wir uns zuerst ein wenig in den Berg reinbauen. Jetzt graben wir ein 2 Blöcke breites und 2 Blöcke tiefes Loch, platzieren auf dem Boden Redstone, links einen Beobachter und rechts wieder einen Block, zum Beispiel aus Stein, worauf wir dann eine Druckplatte setzen. Auf den Beobachter kommt ein zweiter Beobachter und ein klebriger Kolben. Jetzt müssen wir den Bereich hinten ein wenig weiter ausbauen, um den Rest des Aufzugs zu bauen. Wir platzieren 4 Schleimblöcke so und darauf dann einen klebrigen Kolben, der nach unten zeigt. Darüber dann wieder einen Beobachter. Der verhindert später, dass der Aufzug unendlich weiter nach oben fährt. Hier gehört noch eine Stufe als Aufzugboden hin. Jetzt müssen wir den Aufzugschacht bis nach oben weiter ausbauen. Dabei ist es wichtig, dass am Ende kein Block in Kontakt mit dem Schleim kommt, weil sonst der Aufzug stehen bleibt. Außerdem müssen wir diese eine Seite hier noch mit Obsidian auskleiden. Jetzt bauen wir den oberen Teil des Aufzugs. Wir setzen also auf unseren Obsidianturm 2 Steinblöcke und darauf wieder einen Block Obsidian. Außerdem brauchen wir noch einen weiteren Obsidianblock, eine Falltür, Redstone und einen Knopf. Und das war's auch schon. Ich habe das Ganze jetzt noch ein bisschen verkleidet und ausgebaut, damit es nach einem richtigen Fahrstuhl aussieht und den können wir jetzt ausprobieren. Wir gehen also über die Druckplatte auf die Holzstufe, die als Aufzugboden dient. Sobald die Druckplatte das Redstone-Signal entzündet hat, beginnt der Aufzug mit seiner Fahrt nach oben. Oben angekommen, hält der Aufzug automatisch an und wir können aussteigen. Und wenn wir wieder runterfahren wollen, drücken wir einfach den Knopf, was dem Aufzug den Befehl gibt, wieder nach unten zu fahren. Na, ist das nicht mega geil? So einen Aufzug sollte wirklich jeder in seinem Haus haben. Nummer 8. Ihr wollt euch einen coolen und gleichzeitig angsteinflößenden Zutritt zu eurem Haus bauen? Na, dann passt jetzt auf jeden Fall mal gut auf. Als erstes graben wir uns ein Becken aus. Hier kommt später Lava rein. Das sieht nicht nur mega aus, sondern lässt die Brücke später auch richtig gefährlich aussehen. Habt ihr das getan, platzieren wir links und rechts eine Reihe mit klebrigen Kolben und setzen Steine darüber, damit man die Kolben nicht mehr sieht. Anschließend könnt ihr das ausgegrabene Becken mit der Lava füllen und wenn ihr wollt, könnt ihr die Brücke natürlich noch viel, viel länger bauen. Jetzt schnappen wir uns das Glas, platzieren das 2 Blöcke breit hier entlang der Brücke und setzen links und rechts jeweils immer einen Haken. Diese Haken könnt ihr nun mit jeweils 2 Fäden auf den Glasblöcken aktivieren und daraus Bewegungsmelder machen. Lauft ihr nun über die Brücke, werden die Glasblöcke verschwinden und ihr könnt auf euer Abenteuer gehen. Sobald ihr wiederkommt, müsst ihr einfach nur auf die Brücke zulaufen und die Glasblöcke werden noch bevor ihr in die Lava fallt, unter eure Füße geschoben. Freunde, Mobs und vor allem auch Bobby werden bei diesem Anblick gar nicht erst auf die Idee kommen, in euer Haus
Haus einzubrechen. Nummer 9. Hallo kleines Bienchen, wäre es nicht cool, noch viel höher zu fliegen, als es mit dem Flugzeug ging? Ich glaube, es wird Zeit, dass wir eine Rakete bauen. Dafür setzen wir zuerst 4 Wollblöcke so auf den Boden. Anschließend bauen wir von jedem Wollblock aus mit Schleim so zur Mitte hin. In der Mitte sollte jetzt ein kleines Loch entstanden sein. Nach unten kommt ein Beobachter und darauf ein klebriger Kolben. Hier bauen wir jetzt die Raketenspitze mit 3 weiteren Schleimblöcken drauf. Jetzt platzieren wir noch 4 Beobachter und setzen anschließend unter jeden Beobachter einen weiteren klebrigen Kolben. Und das war's. Jetzt nur noch kurz einen Block unter den Beobachter setzen und die Rakete hebt ab. Aber hey, flieg doch nicht ohne mich. Mann, hallo, ich wollte doch mit. Nein, meine schöne Rakete.